Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal, euer X-Gamer 032x, und ich habe euch aus meiner Let's Play Minecraft-Serie Part 149 mitgebracht. Und ja, ich habe mir doch mal etwas anders überlegt. Und zwar, mir wurde ein Vorschlag gemacht. Und zwar einen großen Kreis um unsere Stadt herum. Das werde ich auch zur Hälfte benutzen. Allerdings wird das nicht um unsere Häuser hier rumgezogen, sondern es wird um gar nichts rumgezogen. Das bedeutet, oh. Ladelack. Also, was auch immer hier gerade passiert, es sieht sehr laggig aus. So, das sollte es jetzt mit den Lachs hoffentlich gew. Was ist immer mit meinen FPS los? Wieso nicht? Na gut, so, das sollte jetzt eigentlich wieder funktionieren. Das hat uns jetzt eine knappe Minute gekostet. Naja, nicht ganz, halbe Minute. Aber naja, was soll man machen? Mein PC hat halt Aussetzer. Wollen wir dem auch mal dem seine Ruhe gönnen. Für eine Sekunde zumindest, damit wir hier weiterzocken können. Denn ich habe mir überlegt, ich kenne nämlich noch einen sehr guten Let's Player. Also jetzt nicht persönlich, sondern so einfach nur so von Videos angucken und so. Und ich muss sagen, wow, Dara, auch ein sehr schöner Let's Player, der kann das. Also mich sprechen seine Videos sehr an. Ich gucke die gerne. Und ja, ich denke mal, daher ist auch die Idee. Weil wow, Dara hat auch einen großen Kreis um sein, ja, Viertel rum, sage ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee, die wir haben, mit dem Kreis drumherum. Und hier haben wir ein Dschungelbiom. Lol, das ist hier wie abgeschnitten. Na gut, wie dem auch sei, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir bauen auch so einen Kreis, ist nämlich eine sehr schöne Idee. Und ja, ich würde sagen, da hinten, da war das. Da habe ich mir nämlich schon Platz rausgesucht, wo wir das machen können. Dahin habe ich das Holzstück, das markiert die Stelle, wo wir anfangen mit dem Kreis, damit das passt. Also eins sage ich euch, hinter diesem Hügel wird der Kreis enden. Dieser Kreis. Ich habe sehr viel überlegt und sehr viel Zeit da reingesteckt, dass wir einen sehr guten Kreis bekommen. Ich habe mir hier vor mir liegt eine Zeichnung, da habe ich das einfach mal so super toll, wie ich zeichnen kann, aufgezeichnet, wie der Kreis aussehen muss, halt wie, wo welcher Block sitzen muss. Und ich hoffe noch mal, dass es ohne Probleme verläuft. Wäre nämlich schon sehr schön, wenn das so wäre. So. Wollen wir uns das mal hier zurechtlegen? Den Bogen brauchen wir nicht. So. So, wie fangen wir denn an? Das ist der Hauptblock. Der markiert, wo wir komplett bauen. Das bedeutet, wir fangen jetzt hier an. Und zwar 8 von dem Block weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal zählen. Oh. Das sind 8 Stück. Dann nehmen wir uns mal Dirt. So. Dann 3. Wieder ein weg. 3. So. Also das, was ich ja eigentlich machen wollte mit dem Haus,
das verschiebe ich einfach und das machen wir später irgendwann mal. Denn ich finde, sowas ist viel aufregender, wenn man sowas baut. 2. Dann machen wir das Ganze noch einmal. So, dann wollen wir auf die Zeichnung schauen. Dann so. Das sind jetzt 2 einzelne. Dann 2 raus. Nach diesen 2 raus, 4 Stück nach außen. 1, 2, 3 und 4. Schaufel dabei? Nee. Gut, dann kloppen wir es so ab. Also hier muss man sich wirklich genau... man muss sich hier wirklich genau konzentrieren und... Weil wenn wir uns hier einmal vertun, dann dürfen wir das Ganze nachher wieder abreißen. Und das ist nicht wirklich mein Ziel bei der Sache. So, nach diesen 4... 2 nach innen. Oder geradeaus vielmehr. Das wäre dann so. Dann müssten wieder 2 gerade nach außen. 1, 2. So. Nach diesen 2 nach außen kommt das so. Oh, naja, egal, da müssen wir eh was bauen bald. Moment mal. Drei, zwei, eins, zwei, drei, der ist falsch. So. So ist das Ganze richtig. Hoffe ich doch. Also. Gehen wir das von hier an nochmal durch. 4. Oh, Luck. Nach diesen 4 einzelnen. 2 nach oben, dann einzeln. Dann wieder 2, dann wieder 2. Dann wieder 2. Dreimal die 2. Dann 3. So. Zweimal die 3 haben wir. Und dann einmal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist wieder der Mittelblock. Den lassen wir einfach mal als Dirtblock, damit wir das nicht mit dem Stein verwechseln. Ist so übersichtlicher. So, und jetzt könnte ich ja schon mal ausmalen, wenn das jetzt sozusagen eine Ecke ist. Sagen wir jetzt mal, hier, das wäre so, na, das wäre hier so der Kreis. Dann haben wir jetzt diese eine Ecke fertig. So, und jetzt könnt ihr euch ja ausmalen, wie groß das Ding nachher wird. Also, es war nicht leicht, diesen Kreis rund aussehen zu lassen. Also, da kamen wirklich viele eckige Versuche bei raus. Das war also wirklich teilweise der größte Schrott, den ich je gesehen habe. Da musste ich nachher einfach lachen, als ich das gesehen habe, wenn ich damit fertig war mit dem Bauen. Das habe ich ja in einer anderen Testwelt gebaut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann wollen wir den Zettel mal drehen. Oder? Nee, brauchen wir gar nicht. Ist ja Licht ja schon so richtig. Ups. So. 2 mal 3. Dann wieder 3. 3, 3. Dann haben wir 3 mal 2, glaube ich. Ja.
1, 2, 3. Dann haben wir 2 mal 1. Nach diesem 2 mal 1 so. Dann dann vereinzelt. Eins, zwei, drei, vier. Also, das nervt. Warte mal, was? Wodurch haben wir mehr FPS? Lassen wir auf Hälfte. So. Denn so könnt ihr eigentlich ganz okay noch sehen. Und bei mir läuft es hier im Spiel gut. Slime-Geräusch. 4. Nach diesen 4, dann wieder 2 einzeln. Also es sind wirklich starke Lachs. Unter anderem dabei. Jetzt, nach innen. So. Schwein, hau ab. Dreimal zwei. So, also ihr seht jetzt schon wirklich, wie groß das Ding ist. Und ich denke mal, das sollte für uns auch reichen. Denn es wird ja da drin in dem Kreis sehr viel passieren. Wir müssen da erstmal nach und nach immer die Wände höher ziehen. Damit das auch ein Kreis ist, der eine Mauer bildet. 3 mal 2. Dann haben wir 2 mal 3. Luck. Haben wir noch genügend? Jo, wir haben noch genügend Stone. Bricks. So, und jetzt 8 Stück. Hier. 6, 7, 8 und den. So, ich stelle mich jetzt einfach mal hier so hin. Und dann seht ihr, das ist schon ein enormer Radius, den wir hier haben. Allein von der Seite, von diesem Block, also dem Hauptblock, ich kann ja mal gucken, ob wir genau richtig gebaut haben. Das sieht gut aus. Bis zu dem anderen Block da hinten, Hauptblock, sind es 71 Blöcke. Also auch von dem Block da bis zu dem, der nachher kommt, auch 71 Blöcke. Gut, ich denke mal, wir machen hier auch so langsam erstmal Pause, einen kleinen Schnitt und im nächsten Part geht es weiter. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part wieder ein. Es geht beim nächsten Part hier weiter, das ist ja Logo. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn dieser Part euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, also drückt auf magisch. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Empfehlt mich weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer XGamer032X. Tschüssi.